So, hallo an alle zur nächsten Folge von T3C. Wir waren irgendwo mitten stehen geblieben beim Thema Justin Bieber. Vor allem Justin. Da vorne ist gerade die Toilette und ich muss gerade echt so nötig auf Toilette und das... Oh, Toilette? Naja, muss ich mir gerade verkneifen. Ja, hier in Minecraft ist gerade da nicht... Oh, ich bin runtergefallen. Ach so. Ja, okay. Ja, und ich habe gerade tolle Kinderschokolade vor mir. Also, wir waren gerade am Reden über Justin Bieber. Genau. Und waren dabei am Versuchen, das hier hinzukriegen. Ja. Den Neid der anderen. Ja. Wo geht's denn überhaupt weiter? Ich sehe nichts. Ich denke, viele sind doch einfach neidisch auf seine Freundin. Haha, das sowieso. Wahrscheinlich. Lena Gomez ist somit die beste Freundin, die man sich wünschen kann, oder? Also ich weiß ja nicht, wie die so als Mensch ist. Aber ja, okay, kommt drauf an. Man beurteilt jetzt schon wieder nach Aussehen. Das ist auch so eine Geschichte. Naja. Wie gesagt, Aussehen kannst du erstmal nichts meckern, aber zweitens allgemein das Beurteilen nach Aussehen ist schon wieder so eine andere Geschichte. Ja, aber ich glaube, dass mittlerweile in unserer Gesellschaft wirklich fast nur noch aufs Aussehen geachtet wird. Innere Werte natürlich haben auch noch eine Rolle, aber... Nein! Es kommt aufs Gesamtpaket an. Ja, es kommt aufs Gesamtpaket an und das Erste, was einem natürlich auffällt, ist natürlich das Aussehen. Du musst mit deiner Freundin gut klarkommen, aber du musst sie auch attraktiv finden. Wenn du sie nicht attraktiv findest, dann bringt es trotzdem nichts. Dann kann sie noch so, ich weiß nicht, es kommt auf Gesamtpaket an. Aber trotzdem, wenn sie auch noch so attraktiv ist, aber deine übelste Idiotin, die einfach nur dein Geld will, dann ist das auch wieder blöd. Na, also sie muss irgendwie beides haben, aber ich finde nicht, dass man, ja, die inneren Werte zählen. Ich finde, das ist so 50-50. Innere und äußere Werte, weißt du? Verstehst du mich ungefähr? Ich sag 70-30 auf innere Werte. Ich sag 69-31. Du hast gerade noch gesagt 50-50. Nee, ich habe meine Meinung geändert, weil ich war gerade kurz in Wikipedia. Ja. Und ja. Auf jeden Fall, da steht auf jeden Fall auch drin, wie du persönlich deine Freundin auszusuchen hast. Also in Wikipedia. Hier steht, Wikipedia. Wikipedia. Mein Gott, das hast du gerade. Ich habe gerade verstanden, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Wikipedia. Wir haben schon klasse Themen, wir müssen noch weiter aufnehmen. Es ist 12:45. Wir können nicht viel erwarten. Es ist doch egal, wie viel Uhr wir haben. Wir sind immer so abgrundtief niveaulos. Bei mir hängt gerade ein Vorhang an der Wand. Boah, einfach toll! Einfach so. Ohne, dass ein Fenster dahinter ist. Also wegen Bild und so. Im Texture-Pack. Ach so, ich dachte jetzt im echten Leben. Ja, hier hängt gerade ein Vorhang. Nein! Texture-Pack. Weißt du, da so ein Bild. Das ist so ein Vorhang fürs mal von meiner Kraft aus. Ich hab die Folds. Ich bin gerade dabei, mir ein eigenes Texture-Pack zu machen, also so eine Mischung aus ein paar anderen. Ja, okay, sind aber trotzdem keine Grafiken, wo du die Rechte dann dran hast, sondern nur wieder zusammengezogen. Nee, aber ich habe schon Honeyball und so gefragt, die hat mir sogar geantwortet, was mich gewundert hat. Ja, hat sie mir auch schon wegen Texture-Pack. Ja, also ich habe sie gefragt, ob ich das da irgendwie hochladen darf oder so, sie meinte, ja, kannst du ruhig machen, solange du nicht Honeyball sagst. Also, weil ich wollte irgendwie so, guck mal gerade übrigens, wo ich bin. Was? Okay. Hau rein. Ich wollte nämlich ein paar Texturen aus Minecraft mit ein paar Texturen aus Janinacraft mit so ein paar anderen Texturen mischen. Ich hab's übrigens geschafft, ne? Nur mal so. Nee, oder? Warte mal, ich bin auch ziemlich... Oh, da ist ein Wasserloch und ich spring nebenher. Oh Gott. So, warte. Ich hab dir mal die Tür geöffnet. Okay, ist gut. Hä? Moment. Und ich hab's auch geschafft. Oh, hier unten geht's nochmal runter. Yes. Ja, da müssen wir auch rein. Da oben stand Go down into the toilet. Wir sind in der Kanalisation, wir müssen hier sogar rein. Okay. Da ist eine Kiste. Kommst aber nicht ran. Hä? Wir müssen irgendwie an die Kiste. Guck mal, da Tür offen machen. Ach, das ist ein Ach so. Ja, das ist ein Schalter. Und hier musst du wahrscheinlich hochschwimmen. Ja, muss man. Zu Stage 12 bis 8. Okay, wir sollen den Pfeilen folgen. Meine Kinderschokolade ist alle. Kinderschokolade. Muss ja sein. Ah, okay, hier sind wir. Jumpen also in der Mitte rum. Ich find's echt mal krass, wie diese Map echt aufgebaut ist. Finde ich echt genial. War echt eine Heidenarbeit.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir werden auf jeden Fall hier nach The Tourist machen. Also an alle, die jetzt meinen, so, ich wollte aber The Tourist. Wir werden auch noch machen, oder? Würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja, klar, klar, klar. Am besten in einem Schlag durchnehmen. Ja, jetzt heute Abend auch noch. Ja, heute klar. Abend einfach, ne? Nein, ah, boah, oh, lol. Ja, 10 vor 1 hätten wir. Nein, nein, ach, verdammt. War doch schon so weit. Naja, weit ist relativ. Weit ist immer relativ. Warte mal, wir müssen da hinten her springen. Alter, wie ich diese Leitersprünge hasse, ne? Das ist unglaublich. Ist so. Ist so, Digga. Digga, wegen den nicht ganz so soliden Blöcken, wie man sie gerne manchmal hätte. Das ist ein kurzes Essen noch. Wo? Ach ja, das Gesamtpaket, das Gesamtpaket. Ach, verdammt. Das Pesamt-Kaket. Pesamt-Kaket? Okay. Ja. E und P vertauscht. Ist ganz interessant. Vor allem, wenn man bei jedem Wort, was man spricht, ein M an den Anfang packt. Das ist auch witzig. Was hast du für Hobbys? Malo, mein Name mit Luca. Oder irgendwie so. Toll, jetzt hast du irgendeine neue Sprache erfunden. Malo, meinem. Jetzt hast du die Nacktmull-Sprache erfunden. Malo, mein Mame mit Luca. Muka. Luca. Malo, mein Mame mit Mark. Spark. Mark Spark. 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 Was okay. Ist Spark? Jetzt wird's definitiv Crank. Spark. Weißt du, was Crank ist? Crank 2. Ja. Der Film ist echt Crank. Obwohl es im Prinzip genau das gleiche ist wie Crank 1, nur in einem anderen Beispiel. Aber an sich, naja, ist so eine Art, da kann man es drüber streiten, genauso wie Hangover praktisch genau das gleiche ist wie in 1. Der 2. So ist Crank. Ja, aber ich finde allgemein die Art in Crank ist irgendwie komisch. Hm. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Voll auf Adrenalin, ja okay, weil bei dem elektrischen Herz dann, das war schon interessant, wo er sich an der Omi gerieben hat, wegen Elektrizität. An dem, an diesem fetten Master? Ja, an der Omi. Wie? An der Omi. Was meinst du jetzt, was meinst du jetzt genau? Stadion oder so, dem ist die Elektrizität ausgegangen, bei dem Herz. Ja. Und er brauchte Elektrizität, also hat er einfach sich so ein Omi geschnappt und sich dran gerieben. War keine Omi, das war auch eine ganz normale... Nein, einmal auch an der Omi. Ach so. Dachte gerade schon, ich fand's nämlich auch heftig, als er dann diesen fetten Strommasten da angepackt hat. Allgemein, dieser Film ist einfach voll Adrenalin, nein. So richtig crazy ist der einfach nur, möchte ich mal sagen. Von der ganzen Kameraführung oder so. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, da habe ich nicht so wirklich drauf geachtet. Was ich dir empfehlen würde als Film, ist Jumper, falls du ihn gesehen hast. Ja, habe ich geguckt. Finde ich, oder fand ich richtig gut. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Guck mal, wo ich gerade bin übrigens. Wollte ich nochmal sagen, ne? Und, oh. Nein! Ach da, ja, da war ich auch schon. Genau an der Stelle bin ich auch runtergefallen. Da. Genau an der Stelle. Boah, ey. Ach Mensch. Es ist auf jeden Fall möglich. Alles ist möglich. Yes, we can, sag ich da immer. Habe ich auch letztens gesagt, vor ein paar Jahren, als ich da Präsident von USA wurde. Ach so, du warst da, hast du mich schon gefragt. Ja, deswegen habe ich auch nicht so oft Zeit, weißt du? Weil ich so immer ein paar Präsidentschaftssachen regeln muss. Aber nur so Aufnahmetermine alle 2 Monate immer normalerweise. Ja, oder auch letztens, ne, wo ich da letztens keine Zeit hatte, habe ich mal eben Trupp gesagt, die sollen mal eben Osama bin Laden umbringen, ne? Ach so, ja, ja. Passiert auch nicht. So ja, passiert Anrufe, auch, die man so zwischen dem Frühstück macht, ne? Ja, bring mal den und dem um. Ja, ja. Wenn der President sagt, President. Bin direkt hinter dir übrigens, ne? Soll ich nicht mal treten oder so? Nein! Hätte ich dich bloß mal, oh. Ja, ja. Hätte ich dich bloß mal getreten. Und wieder von vorne. Eieiei, die Challenges sind aber echt hart mittlerweile. Wir können ja gleich einfach das gleiche machen, was wir vorhin gemacht haben, weißt du? Ach so, ja, ja. Die Challenges, die lösen sich immer so von alleine auf, die Probleme. Ist voll toll. Was? Nix. Olle Petz hast du doch eh schon rausgehauen. Hä, nein. Ich olle Petze, sagt der Spark. Versucht sie zu tricksen. ja, und? Hallo? Ich hab das gesehen. Ich dachte mir schon so, hä, der ist da unten, ich bin da oben, warum hüpft er auf einmal hier gegen? Entweder ist er bekloppt oder der versucht zu cheaten. Und beides ist nicht gut.
versuche alles wert. Legale ich habe einen Diamant gerade gefunden, gell? Ja, ja, ich habe auch noch zwei. Und auch noch zwei in der Hose. Ich habe vier Diamanten gerade eigentlich einstecken. So, so, zwei Diamanten in der Hose. Sind die auch so steinhart? Nee, die sind diamantenhart, nicht steinhart. Ja, weißt du. Oh, wo ich gerade wieder bin hier. Ach, da an der Spezialstelle. Oh, ich bin sogar hier drauf gekommen. Ja. Nein, und wieder runtergefallen. Das kann doch nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Dann müssen wir was machen. Wie lange sind wir am Part? Wir sind bei 10:28. Ja. Oh, aber das gibt's nicht. Bis dahin zu kommen ist eigentlich relativ einfach. Oh, runtergefallen. Vorführeffekt und so. Ja, das ist standardmäßig drin. Ich muss mich mal kurz jucken an meinem Auge. Ah, beim Auge kratzt es nicht ganz raus. Da ist noch ein bisschen drin, sonst siehst du nichts mehr. Nee, ich meine das andere, das Seide, ist ja schon rausgekratzt. Ach so, stimmt, du hast ja die Augenklappe. Hast mir schon von erzählt. Erst tot. Alter, das tut echt weh. Ja, man geht immer der letzte Sprung hier nicht. Ich mach's zu hektisch. Pass auf. So. Jetzt hier normal durch, jump. Ich komm jetzt Wasser jump. Irgendwo antun. Pack mir das ans Auge, bevor ich mir das hier noch rauskratze. Muss in Ecke gehen, mich schämen. Warte, nebenbei kann ich hier ein bisschen rumlaufen mit WASD, aber sonst noch nichts. Ja, das bringt nicht sonderlich viel. Sieht ja toll aus, ne? Kannst du Drahtbürste nehmen zum Kratzen? Ja, bringt mir auch nicht viel mehr. So, jetzt bin ich fertig. Wie lange hast du dein Auge gekratzt? Hm? Wie lange hast du dein Auge gekratzt? Ich hab Wasser auf dem Handtuch gemacht, auf so ein Taschentuch. Okay. Und hab mir das dann ins Auge gehalten. Hast du irgendwas angestellt oder so? Nee, das war einfach, weil ich heute Nachmittag im Freibad war. Und da bin ich irgendwie unter Wasser, hab so die ganze Zeit Augen aufgemacht. Und da tut das dann, also das ist danach dann schon ein bisschen rot. Und jetzt gerade fing's halt übelst an zu jucken. Da dachte ich mir, komm, kratz dir mal dein Auge raus, wer braucht das schon? Okay, da hast du wohl ein bisschen die Augenschleimhaut mitgezogen. Ja. Also, so weggeätzt, also im Schwimmbad dann. Boah, was war das knapp? Oh, ich wollte gerade sagen, was war das knapp und dann bin ich runtergefallen. Ah, verdammt! Das ist ja furchtbar. Genau so ist es. Sag mal, sind wir irgendwie schlechter geworden oder sind die Challenges schwerer geworden? Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, es ist einfach nur total spät. Ich weiß nicht. Die Challenges sind schwerer. Ich weiß, man sagt jetzt, hey, ich fühle mich aber kein bisschen anders, aber der Körper ist allgemein schlafen und kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Obwohl man das vielleicht nicht merkt. Okay. So fühlen sich Dumme. Sie sagen zwar, sie sind nicht dumm, aber sie sind in Wirklichkeit dumm. Nur sie merken es nicht, weil sie einfach viel zu dumm sind. Stimmt. Oder es ist abends und sie sind nur abends dumm, so wie wir. Das kann sein. Niveaulos sind wir immer. Ah, auch schon wieder der gleiche Fehler. So. Das heißt, ich muss mich kurz ein bisschen aufdrehen mit Konzentration. 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 Over 9000. Ja, das sowieso. Meine Hände sind so kalt hier. Achtung. Autsch. Moment, kann ich auch. Moment, warte. Ah, das hat geknackt. Hoffentlich hört man es noch. Ich habe immer Hintergrundmusik ein bisschen mit drin. Aufnahme, Dauer und so? 13:31. Direkt neben dir. 13. Ja, man sieht die Aufnahmen, wenn sie spät sind, sind sie ein bisschen anders als sonst, glaube ich. Bei uns. Die Themen sind auf jeden Fall niveauvoller, auf jeden Fall. Ein Ticken vielleicht, jo. Weißt du, da hat man schon... Vorhang, ich habe einen Vorhang. Ja, nee, ich glaube, das liegt daran, dass man am Tag viel erlebt hat, viele Gedanken gehabt hat und man noch nicht, oder wenn man früh aufnimmt, hat man am Tag noch nicht so viel erlebt und man ist noch so ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht, so ein bisschen Schlafphase gedanklich. Wenn du aber dann schon den Tag hinter dir hast, hast du viele Themen im Kopf oder so, was am Tag passiert ist. Und dann kann es sein, dass du auch über mehr Themen reden kannst, allgemein. Es sah gerade einfach so episch aus, wie du gegen die Wand gesprungen bist. Und oh nein, ich auch. Cool wäre es ja, wenn du in so eine Scheibe springst, mal so hängt, kleben da so, und dann langsam runter. Es gibt ja so einen Smart Moving Mod. Wenn man da so im Schwimmen ist, dann schwimmt der echt so, als wenn man auch so wirklich schwimmt. Wenn man das dann für Scheiben machen könnte, so platsch, und dann den Skitter noch verändern. Oh, das wäre schon episch. Aber das wäre irgendwie alles nicht mehr Minecraft. So ein zerknautschtes Gesicht noch. Mhm. Hey, das Problem ist, sie haben die Challenge nicht zu lang gemacht, ohne Checkpoints mittendrin. Das ist ja das Problem.
dann hättest du, oder wird man es vielleicht eher schaffen noch. Ah, die haben es nicht aus Versehen zu lang gemacht, die haben es extra so gemacht, damit es einfach schwieriger wird. Da mehr übrigens auch ich weiß nicht, wollen wir es allgemein so machen, dass wir Zone B fertig machen, oder wollen wir Zone C auch noch machen? Weil eigentlich kann man auf der Website im Forum stand, man kann sich aussuchen, wie weit man macht. Zuschauerfrage. Ach so, Zuschauerfrage, genau. Da der Part jetzt eh hier im Moment zu Ende ist, würde ich mal einfach sagen, dass ihr das am besten in die Kommentare schreibt. Also hört mir nun genau zu. Wollt ihr, dass wir auch noch Zone C machen? Oder dann wird zu das The Projekt Tourist wechseln. Oder zu The Tourist wechseln. Also Zone B wäre dann noch, wenn wir natürlich dann noch zu Ende machen, das wären dann noch, keine Ahnung, wie viele Parts. Also wir sind erst gerade Challenge 12. Zone B geht noch bis 16. Das heißt noch 13, 14, 15, 16, würde ich mal sagen, noch so, ja, locker noch 10 Parts. Oder wollt ihr, und dass wir danach dann halt The Tourist machen, oder wollt ihr, dass wir runtergefallen, scheiße, einfach komplett T3C weiter und weiter so viel failen? Naja, muss man, oder einige haben gemeint, wir sollen es parallel machen, das heißt, dass wir T3C vielleicht dann anders fortsetzen nochmal, aber nichts überspringen. Können wir einfach sagen, wir haben es pausiert. So in der Art, könnten wir auch machen. Weißt du, dann ist ja aufgeschoben, ist dann so ein bisschen aufgehoben halt. Und dann kommt irgendwann das große Comeback. Sowieso. Aber die Folge ist auch schon zu Ende. Wir haben nämlich jetzt 16 Minütchen voll. Okay, tschüss. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss.